Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese kleine Buchbox, die ich so ähnlich auch schon mal euch gezeigt hatte, aber die ist natürlich angepasst an das, was drin ist, nämlich ein kleines Häuschen Liporello. So sieht das Ganze aus. Könnt ihr schön aufstellen. Ihr könntet auch Fotos reinpacken, so kleine Mini-Fotos. Und es muss auch nicht weihnachtlich sein. Also das Häuschen kann man ja zu jeder Jahreszeit nehmen. Auf jeden Fall fand ich es echt eine nette Idee und musste das direkt mal ausprobieren und umsetzen, was da in meinem Kopf als Idee rumgespukt ist. Genau. Und da ich so ganz viele Nachfragen von euch bekommen habe, möchte ich auch direkt das Tutorial dazu machen, dass ihr auch loslegen könnt. So, was wir brauchen. Wir brauchen 2x Graupappe. In den Maßen 7,5 x 5,7, 2x. Wir brauchen 2x Designerpapier in den Maßen 10 cm x 8,2 zum Einwickeln sozusagen. Wir brauchen 1x Designerpapier in den Maßen 7,2 x 5,4 für die eine Rückseite, die andere Rückseite. Also einmal hier diese Seite und die andere Rückseite, da klebt ja die Box drauf. Deshalb brauchen wir es nur einmal. Dann brauchen wir für die Box dieser Farbkarton Grundweiß. Ich habe den normalen genommen, nicht den extra starken. In den Maßen 10,4 x 8,6. Dann brauchen wir noch für die Rückseite ein Stück Farbkarton Grundweiß in den Maßen 3,5 x 7,6. So, das legen wir erstmal beiseite. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal hiermit. Wir legen die Seite, die außen sein soll, legen wir nach unten. Packen das hier drauf mittig und kleben das schon mal fest. So. Machen wir das Gleiche. Mittig festkleben. Dann schneide ich das hier jeweils ein. So, jetzt, hier hängt noch eins. Jetzt packen wir hier Tombow drauf. Und kleben hier schon mal nach und nach den Rand um. Diese Art kennt ihr wahrscheinlich von Mini-Alben. Da habe ich auch schon mehrere gemacht. Und diese Hardcover-Rand ist einfach nett für solche Geschichten. Hier könnt ihr nochmal mit dem Papierschneider drüber gehen. Habe ich jetzt Papierschneider oder Papierfalter gesagt? Papierfalter meine ich auf jeden Fall. So, das nächste. So, ihr seht, das geht ratzfatz. Nochmal schön drüber gehen. So, und bei der einen Seite kommt jetzt noch das eine Stück drüber. Auf die andere Seite kommt dann die Box. So, das habe ich hier alles verschoben. So, nochmal hier drüber gehen. Das ist schön festklebt. So, dann können wir das nämlich erstmal weglegen. Das ist nämlich schon mal Vorder- und Rückseite. Dann kommt als nächstes das Stück Farbkarton 10,4 x 8,6. Das
falzen wir rundherum bei 0,7. Und bei 1,7 nochmal rundherum. Das gibt nämlich einen doppelten Rand. So ist der Rand einfach ein bisschen stabiler und sieht von oben einfach auch schöner aus. So, ihr seht es. Und was wir jetzt machen müssen, wir brauchen jetzt im Prinzip diese innenliegenden Quadrate. Seht ihr das? Also das Quadrat, das wird die Klebelasche. Und diese drei hier oben, diese rechtecke Quadrat, die kommen weg. So, wir falzen das aber jetzt erstmal nochmal nach. Wir falten das nach. Jedes Mal verspreche ich mich da. Falten wir nach, was wir vorher gefalzt haben. So. Und dann schneiden wir den Rest, den wir nicht brauchen, einfach weg. So. Und zwar, hier schneide ich das leicht an und lasse hier diese Klebelasche stehen. Kürze die noch. Und das gleiche mache ich auf der gegenüberliegenden Seite auch. Die Klebelaschen werden zwar verdeckt, deshalb ist es nicht schlimm, wenn ihr euch da irgendwie mal vertut und von der anderen Seite einschneidet, also dass die Klebelasche so hier dran ist. Das sieht man nämlich nicht, weil man ja die äußeren Laschen auch nochmal umschlägt und dann sieht man das nicht. Aber so ist es einfach schöner, wenn man das gleichmäßig macht. Ist mir aber auch schon oft passiert, dass ich dann auf einmal doch falsch eingeschnitten habe an der falschen Seite. Und bevor ich dann wieder ganz anfange, nehme ich es halt so. Aber wie gesagt, man sieht es eh nicht. So. So sollte das sein. Jetzt packe ich mir hier innen doppelseitiges Klebeband drauf. Und drehe das Ganze rum und es kommt auf die Außenseite, auf die Laschen, kommt auch nochmal ein kleines Stück jeweils. So. Und dann noch eine. Was? Boing. So, jetzt mache ich direkt schon mal alle ab, weil auch die innenliegenden, die könnte man theoretisch später abmachen. Aber ich finde, das geht dann so schlecht, wenn die schon zur Box zusammengeklappt ist hier. Dann mache ich das lieber direkt alles auf einmal. So, und setze das jetzt erstmal hier so zur Box zusammen. Also die kleinen Klebelaschen zusammenkleben. Das geht halt mit dem doppelseitigen Klebeband deutlich schneller als mit dem Tombow. Deshalb mache ich das bei dieser Box ganz gerne. So, und jetzt einfach hier umklappen und festkleben. Die Seiten hier, diese kurzen Seiten, die lassen sich immer ganz gut reindrücken. Bei den langen Seiten muss man ein bisschen mehr Druck aufbauen, zusammenkleben und direkt schon in Form bringen.
So, fertig. Jetzt ist die Buchbox schon fast fertig. Jetzt nehmen wir uns die beiden Teile. Das hier ist die Oberseite und da kommt jetzt die Box drauf. Einfach auf dem Boden Tombow. Und aufkleben. So, das ist schon die halbe Miete. Jetzt müssen wir das natürlich noch verbinden. So, und das machen wir mit diesem Stückchen. Das war das 3,5 mal 7,6. Und dafür könnt ihr entweder den Papierschneider nehmen zum Falzen oder aber, falls ihr habt, das Simply Score, wie heißt denn Falzbrett? Genau, und da in der Inch-Einteilung, da ist eigentlich ein ganz guter Abstand. Da geht ihr einfach hier in die Laschen rein und zieht es so runter. Das gibt es auch in metrischer Einteilung. Also Zentimeter, ich glaube, es ist in halben Zentimeter Schritten ist das. Und deshalb fand ich das hier ganz gut in dieser Ursprungseinteilung. Und so könnt ihr es bestellen. Und dann habt ihr hier direkt schon mal so das entsprechend gebogen oder gefalzt, dass ihr es im Prinzip biegen könnt. So, jetzt, ich habe das andersrum gemacht, aber das ist eigentlich Schmarrn, weil ich brauche es hier nicht mehr extra nachzufalzen nochmal, sondern es biegt sich ja schon so nach außen. Das heißt, ich nehme jetzt die äußere Seite und packe mir da, also ich gehe hier nochmal mit dem Papierfalter drüber, dass hier nochmal so ein bisschen die Rundung ausgearbeitet wird. Dass es noch so ein bisschen abgerundet ist, könnte auch noch ein bisschen hin und her schieben, dass es so ein bisschen flexibler noch wird. Und dann kommt hier in die Innenseite nochmal doppelseitiges Klebeband auf beide Seiten, auf die langen Seiten. Also sprich hier, einmal hier hin. Und einmal hier hin. Also dieses Simply Score Falzbrett, das ist wirklich gut. Ich nutze das auch tatsächlich viel zu wenig, weil es ist, gerade wenn ihr Verpackungen oder sowas macht oder viel falzen müsst, ist das echt super. So, jetzt nochmal ein bisschen hin und her drehen. Macht ihr das ab. Untere Seite. Ihr könnt euch ja direkt, wie ihr es aufklebt, an den Linien orientieren, dass ihr es genau gerade habt. So, und das macht, würde ich jetzt da genauso wieder machen. Da die gleichen Linien nehmen. Und jetzt könnt ihr es einfach aufeinander legen. Fertig. So schaut's aus. Und um das hier zu schließen, habe ich aus dem Set Willkommen, aus dem Produktpaket Willkommen, dieses kleine Schildchen ausgestanzt. Und das falze ich jetzt bei 1,2 jede Seite. So. Knick mir das hier um. Klebe es auf der unteren Seite fest. Also auf einer Seite hier packe ich mir Kleber hin. Setze mir das hier mittig drauf. Mal schön drücken. Von unten. So. Und jetzt brauche ich noch einen Magneten. Den packe ich mir jetzt hier drauf. Und wenn ich das jetzt abziehe, sehe ich zu, dass ich das so bündig übereinander setze und drücke es einfach fest. Und schon sollte das eigentlich
passen. So, also ist das jetzt das Büchlein, was schon fertig ist. Jetzt habe ich noch das hier fertig gemacht und packe mir das hier drauf. So, das heißt, die Buchbox hier ist schon fertig. Jetzt kommen wir zu den Häuschen. Die beiden habe ich, wie gesagt, schon vorbereitet. Das ist die Rückseite. Ich lege mir jetzt mal die andere daneben, dass ihr das gut sehen könnt. So schaut es aus. Und ihr seht, dass, um das übereinander zu packen, kann ich nicht nur die Vorderseite nehmen, sonst habe ich es nämlich so. Dann habe ich hier das nicht regelmäßig übereinander. Das heißt, ich muss eigentlich eine Seite von der roten Seite, gerade hier gucken, dass das weggeht. Genau. Jeweils eine Seite muss ich immer Rückseite nehmen. Und die Rückseite sieht ja meistens nicht so schön aus. Und deshalb mache ich das so, dass ich das mit dem Falzbein, den Papierfalter, noch mal bearbeite. Ich gehe hier über die Ränder, damit das nicht so diese Ausstandsränder hat. Also im Prinzip jede Farbe, da habe ich schon die Rückseite genommen. Das sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Das heißt, ihr seht es hier, dass immer die Schornsteine zusammen stehen. Ich drehe euch das jetzt extra mal rum, dass ihr seht, wie ihr es hinlegen müsst. Also, das ist die Vorderseite, das heißt, wir fangen mit dem an und legen das uns genau so hin. Dann seht ihr hier, die beiden müssen zusammenkommen, weil die beiden Schornsteine müssen zusammenkommen. Jetzt kommt Weiß. Da brauche ich dann das so. Dann kommt wieder das Pink, das brauche ich so. Und das Rote kommt wieder so. So. Und es soll ja tatsächlich hinterher, deshalb ist hier ein kleiner Spalt, es soll ja übereinander liegen. Wenn ich es jetzt so anlege, liegt es schief. Das heißt, wenn ich mir es dann übereinander lege, habt ihr eine schiefe Ebene drin. Das heißt, das ist durchaus so gewollt, dass das hier ein kleiner Abstand ist. Also wichtig ist, dass die unten zusammen sind. So, das machen wir jetzt ganz langsam, peu à peu. Ich habe dafür so kleine Stege gebaut. Und zwar, ihr seht, bei den dunkleren, zwischen den beiden pink und roten Häusern, habe ich jeweils ein pinkes genommen. Und bei den weißen oder weißlastig habe ich ein weißes genommen. So, das heißt, wir fangen jetzt hier erstmal an und packen uns das hier hin drauf. So. Da guckt ihr, dass die, weil da ein kleiner Spalt ist, dass das so genau in der Mitte liegt. Schön, trotzdem möglichst zusammen. Und bevor es festklebt, guckt ihr mal, dass ihr es hier direkt schon drauf packt, also umdreht, dass das wirklich übereinander ist. So, dann habt ihr das nämlich schon mal fix. So, dann kommt das nächste. Dann nehmen wir jetzt das. Das packen wir jetzt auch erstmal hier drauf. Dann hier drauf. Und das machen wir, da machen wir es gleich. Also erst so, dann genau, kommt das gleiche so. Und das könnt ihr dann nochmal umknicken. So. Dann seht ihr, dass es genau übereinander ist. So. Überschüssiges, falls hier mal ein bisschen Kleber rauskommt, könnt ihr hier mit der Schere wegmachen. Genau, jetzt kommt wieder das nächste. Wieder ein weißes.
dem Traff. Das könnt ihr natürlich auch, müsst ihr nicht mit dem Tombow machen, wobei damit könnt ihr halt nochmal verrutschen. Also wenn es dann, damit es genau übereinander passt. So, also das gleiche wieder. Das übereinander. Und das auch wieder übereinander. So, so passt es. Und so arbeitet ihr euch entsprechend vor. Mein Magen krummelt. Ich muss gleich, glaube ich, mal was essen. So. Also wieder aufs Neue. So. Da. Rumdrehen. So. Jetzt haben wir es gleich. Und das letzte ist das. Da packen wir das jetzt auch noch drauf. Ja. So. Und jetzt sollte es eigentlich passen. Jetzt falten wir das mal hier so auseinander. Das ist jetzt die Vorderseite. Da kann man es hier vielleicht noch, könnte man es noch ein bisschen zusammen machen. Hier ist, da sieht man es auch ein bisschen, das ist also aber nicht schlimm, das soll ja so aufgestellt werden, also ein bisschen darf man die Stege da durchaus sehen. Ich habe das jetzt mit den Kreisen und dem Alphabet gemacht, also mit dem Xmas, und die einfach hier so aufgeklebt. Ihr könnt auch Bilder reinkleben, das funktioniert auch. Es gibt ja bei DM oder Müller oder wo auch immer so Mini-Fotos. Das ist bestimmt auch ganz nett. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, zum Beispiel bei einer Familie, dass da von jedem Familienmitglied ein Bild mit drin ist. Muss man halt gegebenenfalls bei größeren Familien erweitern. Genau, aber das ist, finde ich, eine total nette Idee, weil das könnten sich dann, kann man sich dann so aufstellen und man hat hier die Bilder drin. Also das nur noch mal als kleine Idee am Rande. Das packe ich mir jetzt hier rein, mach's zu und fertig ist das, ist die Buchbox mit dem Häuschen Liporello. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal mit dem Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, wenn es wieder ein neues Video gibt. Und ich freue mich riesig, wenn ihr Spaß dran habt, was nachzubasteln. Und die Materialien bekommt ihr alle bei mir. Die könnt ihr alle bei mir bestellen. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao.